Stimmfall. Die Landwehr Kolumbia kann nicht wie geplant in den nächsten Wochen starten. Die NASA zeigt den Start ab, weil Spechte mehr als 100 Löcher in die Niederung des Tanks gehackt haben. Die Niederung aus Hartschaum verhindert das Schleiden des Tanks. Wenn sich im Start Teile der Schädenhülle lösen sollten, können die Wehr abstürzen. Mit Eulen aus Plastik, Eulenschein vom Band und mit Signalhörnern hatte man vergeblich versucht, die Spechte zu vertreiben. Ein Sprecher der NASA berichtete, die Spechte waren durch nichts zu beeindrucken. Wir müssen die Pferde nun wieder von der Strahlung holen, damit die Techniker die verlässlichen Temperaturen ausführen können. Das kostet uns ein paar Wochen. Die Columbia kommt frühestens in 2 Monaten wieder zum Einsatz. Bei der NASA schätzt man den finanziellen Schaden auf Millionenhöhe.